Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ist mal wieder schön, dass du mit dabei bist, denn heute gibt es mal etwas Digitales und trotzdem ein bisschen Physisches, und zwar eine digitale Visitenkarte. Diesmal ist es nicht auf ein Smartphone-Cover gebunden, sondern wie schon gesagt für alle da draußen wirklich gut geeignet. Egal ob ihr jetzt ein NFC-fähiges Smartphone habt oder sogar kein NFC-fähiges Smartphone, ihr könnt es, wie schon gesagt, alle da draußen benutzen. Es ist kein markenbezogenes Ding, das heißt, es ist nicht nur von Apple, für Samsung, Xiaomi und etc. Das ist wirklich für alle Geräte da draußen. Das heißt, ihr habt keine Abokosten, was auf euch zukommen. Und das heißt, ihr zahlt einmal die digitale Visitenkarte und könnt es ein Leben lang, wie schon gesagt, personalisieren danach und natürlich in euren Belieben anpassen. Das heißt, ihr könnt Kontaktsachen hinzufügen, aber auch gleichzeitig löschen oder zum Beispiel verändern. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe hier die absolut gute Lösung gefunden, um wirklich ein komplettes Visitenkartendebakel einfach fernzuhalten. Ihr braucht, wie schon gesagt, eine Karte, die sieht in meinem Fall dann so aus, kommt so bei euch an nach der Personalisierung, und für wen da draußen sie wirklich zuständig ist, für wen da draußen wirklich sie geeignet ist, ist egal ob privat oder beruflich, das klären wir in diesem Video. Nach der individuellen Einstellung bzw. auf der Webseite der individuellen Anpassung eurer Visitenkarte, in meinem Fall blende ich euch hier jetzt einfach einmal einen kleinen Ausschnitt ein. Ich habe das quasi so gemacht, dass ich natürlich einmal meinem YouTube-Logo darauf ganz groß auf die Karte hinaufgegeben habe. Weiter drunter natürlich meinen vollständigen Namen, etwas drunter natürlich einen Content Creator, weil in meinem Fall dreht sich natürlich alles hauptsächlich Technik und das passende Zubehör. Und dann habt ihr sogar noch die Möglichkeit, verschiedene Icons hier einzufügen und etc. Und auf der Rückseite einmal ganz groß drauf den ganz normalen QR-Code, halt eben für diejenigen, die zum Beispiel keinen NFC-fähiges Gerät haben. Und hier habe ich noch zum Beispiel mein Markenlogo hineingegeben, natürlich meine Sonnenbrille, weil unter dem kennt ihr mich im Endeffekt am allerbesten. Also so sieht jetzt quasi mal meine Karte aus und ist, wie schon gesagt, circa 10 bis 15 Minuten individuell komplett ganz normal einstellbar gewesen, Ganze abgeschickt, und schon kommt das Ganze in einem ziemlich neutralen und vor allem auch plastikfreien Briefumschlag bei euch an. Hier ist im Endeffekt was drinnen im Briefumschlag, natürlich einmal die ganz normale Visitenkarte, wie ihr euch natürlich da draußen bestellt habt. Dann gibt es natürlich noch eine Anleitung drauf, und die hat zum Beispiel den Vorteil, ihr könnt zwei, drei verschiedene QR-Code einscannen. Wie richte ich natürlich mein Profil ein? Hier ist wirklich ein sehr detailliertes Video auf YouTube, kann ich euch natürlich unten alles verlinken. Schaut euch das einmal gemeinsam an. Vor allem auch noch für diejenigen da draußen, die vielleicht jetzt da ziemlich schnell eine Lösung suchen. Für die, muss ich ehrlich sagen, ist das auf alle Fälle der richtige Weg. Dann gibt es natürlich noch einen QR-Code mit, wo finde ich meinen NFC-Sensor. Das kann ich klipp und klar sagen, meinen NFC-Sensor beim Handy ist meistens eher auf der Oberseite, ziemlich, sage ich jetzt einmal, auf der Oberseite dort, wo der Smartphone-Kopfhörer im Endeffekt ist, oder beziehungsweise auch natürlich der Kopfhörer vom Telefonieren. Der NFC-Chip in der Visitenkarte selber befindet sich meistens in der Mitte von der Karte, und dann habt ihr im Endeffekt genau das, was ihr dann benötigt. Also werde ich gleich einmal klipp und klar einen Schritt weitergehen. Die Anmeldung und die Registrierung, wie schon gesagt, um hier nicht das Video zu sprengen, werde ich euch unten einfach einmal verlinken. Ist wirklich sehr simpel erklärt. Ihr scannt den NFC-fähigen Chip ein, mit eurem Smartphone zum Beispiel, und dann könnt ihr Stück für Stück das Ganze dann individuell anpassen. Natürlich Vorname, Nachname, die E-Mail-Adresse, was ihr natürlich benötigt, um das Ganze dann freizuschalten, und ansonsten alles weiteren, wie das jetzt detailliert genau geht, werde ich euch unten einfach einmal direkt das Video von der Firma verlinken. Das ist simpel erklärt, und ich denke mal, da sollten danach keine Fragen mehr offen sein. Wenn wir dann über den Ganzen schon eingegeben haben, eure digitale Visitenkarte im Endeffekt freigeschaltet habt und natürlich auch noch individuell angepasst habt mit verschiedenen Social Media Contenten, die ihr halt eben auf der Rückseite sozusagen vorhanden geben könnt, dann könnt ihr natürlich nicht nur einstellen von den Social Media, könnt ihr euren kompletten Kontaktdaten, eure Geburtsdatum, ihr habt wirklich sehr viele Möglichkeiten, also schaut euch das im Endeffekt ganz ruhig und entspannt an. Und ich würde mal sagen, von der Anpassung her, um hier die besten Anpassungen natürlich für euch da draußen zu generieren, einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, und ich denke mal, für jeden Geschmack sollte danach etwas dabei sein. Hier gibt es auch noch mal so eine kleine Beschreibung auf der Webseite, habe ich gefunden, und zwar, das beschreibt, das finde ich am allerbesten: Teile Social Media, Webseiten, Telefonnummern, benutzerdefinierte Nachrichten und natürlich noch etwas anderes, also noch vieles mehr, einmal kaufen und dauerhaft kostenlos nutzen. Und das ist ein Ding,
wo ich mal wirklich der festen Meinung war, es könnten vielleicht noch irgendwelche Abokosten auffallen, ist aber in diesem Fall definitiv nicht so. Ihr zahlt, wie schon gesagt, einmal die personalisierte Visitenkarte. Ihr könnt aber auch noch statt einer personalisierten Karte das Ganze auch direkt auf einem Schlüsselanhänger den NFC-Chip bzw. den QR-Code machen. Also wie schon gesagt, schaut mal am besten auf diese Seite drauf. Schaut ihr das in Ruhe an, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und dann kann ich euch auf alle Fälle weiterempfehlen, einmal das Ganze zu bezahlen und dann im Endeffekt dauerhaft kostenlos nutzen und auch noch dauerhaft nicht nur kostenlos, sondern auch noch bearbeiten können. Das heißt, ihr habt nicht einmal eine Einstellung und das bleibt für immer, sondern ihr könnt es danach immer noch individuell anpassen, etwas hinzufügen, etwas hinweggeben, wie ihr immer das möglich habt. Ja, praktische digitale Visitenkarte in meinem Fall. Einfaches und schnelles Weitergeben beliebiger Kontaktinformationen, natürlich das, was ihr dann im Endeffekt voreingestellt habt. Mit jedem modernen NFC-fähigen Smartphone kompatibel, wie schon gesagt, vorne einfach einscannen bzw. dranhalten und schon poppt das auch. Und auch natürlich für diejenigen, die keinen NFC-Chip haben, können das Ganze mit einem QR-Code ganz normal teilen und natürlich auch benutzen. Alle Daten können jederzeit komplett gelöscht werden. Direkte Fehlaktualisierungen bei Änderungen, keine App notwendig. Auch ganz wichtig zum sagen, auch derjenige, der das Ganze dann einscannt, braucht keine passende App dazu, sondern es funktioniert auch wirklich komplett ohne. Dein Gegenüber benötigt also kein Wesel-App, keine irgendwelche Browser etc. und ist wirklich komplett online wie auch natürlich offline nutzbar. Inklusive Lead-Tool, um Kontakte zu generieren. Ja, ihr könnt es auch direkt bei den Browser-Einstellungen, wenn ihr das Ganze voreinstellen wollt, natürlich Kontakte hinzufügen. Ihr könnt auch natürlich auch Kontakte hier klipp und klar versenden. Eine Follow-up-Funktion gibt es noch und eine Push-Benachrichtigung für geänderte Kontaktinformationen. Das ist auch mal wichtig, weil wenn ihr etwas ändert oder ein anderer etwas ändert, wird das bei euch ganz normal angezeigt. Ja. Mit Wazel hast du eine praktische und vielseitige digitale Visitenkarte, die dir dabei hilft, dein Netzwerk zu erweitern. Dein Gegenüber benötigt nichts außer sein Smartphone. Wazel ist also eine unkomplizierte Lösung für effektive Networking. Zusätzlich ist eine Integration mit Google und Apple Wallet möglich, also universell für jeden geeignet, habe ich noch einmal bei mir hier dazugefügt. Smartphones, digitale Visitenkarten einrichten, das zeige ich euch klipp und klar. Zum Verwenden und Einrichten wird natürlich auch schon noch einmal zum Erwähnen keine App oder irgendwas anderes benötigt. Geändert und eingestellt werden kann es natürlich jeden beliebigen Zeit. Selbst danach zum Versenden muss keine App heruntergeladen werden, was es für mich natürlich praktisch im Alltag macht. Von der Oberfläche und den Einstellungen muss ich einmal sagen, wir scannen das Ganze jetzt einfach einmal ein bei unserem Smartphone und schauen einmal, wie sich das so schlägt. Schon poppt ein Fenster auf und ihr kommt quasi in diese Übersicht. Das, was im Endeffekt euer Gegenüber bzw. euer Kunden, dem ihr das Ganze zur Verfügung stellt, seht. Und hier habt ihr schon einmal Kleinigkeiten, wie ich zum Beispiel bei mir schon voreingestellt habe. Um das Ganze noch einmal individuell anzupassen, ist auch simpel erklärt, ihr geht unten einmal auf die Anmeldung. Ich habe es bei mir zum Beispiel mit der Gesichts-ID gleich voreingestellt und schon kommt ihr zu der Übersicht, wie ihr das Ganze anpassen könnt. Jetzt gehen wir das einmal Step by Step durch und zwar fangen wir natürlich einmal oben an. Ihr könnt ihr einmal oben einen guten und schönen Hintergrund wählen, was natürlich für euch individuell passt. Und drunter habt ihr dann zum Beispiel bei mir gesehen ein Logo von meinem YouTube-Kanal, denn so identifiziert ihr mich wirklich, wenn ihr mich zum Beispiel auf YouTube und etc. seht. Auch weiter unten haben wir natürlich hier meinen vollständigen Namen. Hier könnt ihr euch natürlich auch einen Namen ausdenken oder halt eben euren Namen dann am besten benutzen. Weiter unten habt ihr schon ein paar Icons stehen. Da gehen auf alle Fälle definitiv mehr Icons. Ich habe nur zum Beispiel in meinem Fall hier ein paar vorbereitet und zwar natürlich Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und sogar Spotify könnt ihr zufüllen. Ihr habt aber auch hier noch wirklich komplett verschiedene andere Motive und beziehungsweise anderen Sachen, was ihr hier noch im Endeffekt einstellen könnt. Weiter runter haben wir noch einmal den Kontakt speichern. Ihr könnt zum Beispiel einen Kontakt speichern, wenn ihr drauf drückt, zum Beispiel den eurigen zum Beispiel jetzt da, denn wir haben hier eben YouTube, Facebook, Instagram, ihr habt hier wirklich alle Links unten wirklich detailliert drauf und so könnt ihr das quasi nehmen und in eurem Smartphone einsperren, beziehungsweise auch der Kunde, wenn er euch dann eingescannt. Im Endeffekt gleich der Kunde alles von euch parat, sprich die ganzen E-Mails, ganzen Telefonnummern könnt ihr natürlich hinzufügen und somit sollte nichts irgendwas vergessen werden.
Weiter runter kommen wir einmal zu dem ja, ganz normalen geschäftlichen E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen etc. habt, hier meine geschäftliche E-Mail-Adresse. Weiter runter könnt ihr dann zum Beispiel auch noch euren Geburtstag hineinfügen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, wie schon gesagt, das ist natürlich immer individuell machbar und so einstellbar, wie es für euch am besten ist. Weiter unten habt ihr jetzt nämlich die Möglichkeit, wenn ihr da auf dem linken unteren Reiter drauf tippt, eben wie ich schon vorhin gesagt habe, die komplette Ansicht. Einmal weiter nach rechts. Hier könnt ihr das noch ein bisschen individualisieren, zum Beispiel eben Vorname, Nachname. Und ihr könnt auch hier zum Beispiel einen kompletten Text einblenden lassen, etwas Vorgeschriebenes, was euch am besten zum Beispiel beschreibt und wie euch dann im Endeffekt der Kunde wahrnimmt. Weiter runter ist ganz wichtig, und zwar einmal die Kontaktinformation. Hier könnt ihr, wie ich schon vorhin ganz kurz angeteasert habe, und zwar verschiedene Sachen teilen, zum Beispiel Terminbuchungen fixieren, welches Unternehmen ihr habt, geschäftliche E-Mail, private E-Mail, Telefonnummer, eben ob Mobil- oder Festnetznummer, das könnt ihr im Endeffekt immer individuell darstellen. Dann natürlich auch die Faxnummer, die Adresse zum Beispiel, wenn ihr jetzt wirklich eine Firma habt, wo euch zum Beispiel die Kunden dann auffinden könnt. Weiter unten haben wir noch einmal die zweite Adresse, falls es wie schon gesagt eine Firmenadresse gibt oder zum Beispiel auch eine private Adresse, Geburtsdatum, dann eine Webseite könnt ihr einfügen, wenn ihr das habt, eine Blogseite oder zum Beispiel auch eine ganz normale PayPal-E-Mail-Adresse. Das habe ich in meinem Fall zum Beispiel draußen gelassen, weil ich denke, das geht bei YouTube definitiv keinen etwas an. Dann unten nochmal etwas Individualisierbares. Und dann kommen wir schon zu den ganzen verschiedenen Social-Media-Accounts, und zwar die ganzen Icons, die ihr halt eben vorher gesehen habt. Und hier haben wir zum Beispiel eben oben einen kompletten eigenen Link, zum Beispiel für eine Webseite, was ihr gemacht habt, eine Blogseite etc. Dann natürlich noch einmal die Landingpage. In meinem Fall habe ich zum Beispiel Facebook und Instagram hier integriert. Hier gibt es auch Linktree, dann natürlich WhatsApp, auch wirklich gut zum Erwähnen, wenn ihr WhatsApp zum Beispiel eure Nummer eingibt, also drückt dann quasi auf den Icon drauf, kommt direkt in den Chatfenster von euch und kann euch direkt eine Nachricht schreiben, finde ich wirklich sehr gut gelöst. Natürlich Telegram, dann noch einmal Xing, YouTube in meinem Fall betrifft mich das am meisten, dann natürlich noch TikTok, Twitter, Webchat, dann haben wir zum Beispiel hier noch Threema, Snapchat, Twitch, dann eben wirklich, wie schon gesagt, von Pinterest, Spotify-Liste, Bewertungen, Tweet, also könnt ihr wirklich eigentlich alles Gängige, was ihr so auf dem Markt kennt, könnt ihr hier eben komplett einfügen und für euch individuell gestalten. Dann haben wir zum Beispiel, wenn wir hier nochmal einmal zurückgehen, eben auf der Mitte davon einmal die Visitenkarte scannen. Ihr könnt zum Beispiel hier einfach mal eine Visitenkarte nehmen, dann das Ganze einmal draufdrücken, einmal das Foto zum Beispiel hier benutzen und schon zeigt er euch dann quasi die Visitenkarte an, die ihr halt eben bei euch benutzt. Weiter rechts haben wir natürlich auch nochmal den Reiter eben Kontakte exportieren. Also ihr könnt quasi auch die Kontakte, die ihr drinnen habt, auch zum Beispiel über E-Mail etc. demjenigen dann mitteilen. Einmal natürlich nochmal die Visitenkarte scannen, das habe ich euch eh gerade gezeigt, oder ihr gebt das Ganze einfach komplett manuell ein. Und zum Beispiel hier Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, Position, Unternehmen und natürlich noch eine kleine Notiz, damit ihr euch dann im Endeffekt ein bisschen hilfreicher euch zurechtfindet. So, dann haben wir mal die Mitte und dann haben wir nochmal auf den ganz rechten Reiter noch einmal verschiedene Karten, also beziehungsweise deine Karten, die ihr wirklich individuell einscannen könnt. Einmal natürlich die NFC-Funktion, weiter runter wird das natürlich unterstützt mit Apple Wallet. Dann habe ich zum Beispiel bei mir noch angelegt eine Offline-Wallpaper, zum Beispiel mit einer Kaffeetasse, halt eben, dass ich jetzt gerade nicht erreichbar bin, und zum Beispiel noch die normalen Wallpaper, wenn ihr zum Beispiel wirklich gerade wirklich online seid, könnt ihr auch das nutzen. Also es wird hier wirklich sehr viel unterschied von Apple Wallet, Google Wallet, Online-Hintergrund oder Offline-Hintergrund. Ihr könnt es, wie schon gesagt, komplett individualisieren. Und das finde ich wirklich von Vorteil. So, jetzt haben wir mal die Reiter unten durch und gehen gleich einmal auf die oberen drei Striche. Ihr habt ihr einmal natürlich die Ansicht, und zwar ist das die Ansicht, was halt eben der Kunde von euch dann bekommt. Weiter natürlich die Bearbeitungen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch anzeigen lassen, die Kontakte selber, was ihr vorhin gesperrt habt. Ich habe zum Beispiel meine Frau hier vorher gesperrt. Ihr könnt sie gleich direkt draufdrücken und zum Beispiel denjenigen dann anrufen. Also ist wirklich schon gesagt, wirklich komplett individualisierbar und finde ich immer extrem geil. Dann nochmal ganz kurz zu meinen Karten, die habe ich schon vorhin gezeigt. Ihr könnt ihr Apple Wallet oder zum Beispiel Google Wallet, ihr könnt ihr, wie schon gesagt, ganz verschiedene Sachen euch beschäftigen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze unter einen Hut zu bringen in diesem Video. Ich versuche natürlich, so viel es geht, in einer kurzen Zeit zu erklären. Aber das Video wird wahrscheinlich definitiv ein bisschen länger sein. Unten auch mal ganz wichtig, die Einstellungen.
Hier kommt es wirklich zu Einstellungen, nicht so wie zum Beispiel individualisierbar mit Social Media Content etc., sondern es geht um die direkte App-Anbindung. Hier habt ihr beim Design zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe zum Beispiel bei mir Dark ausgewählt. Ihr habt aber noch die Möglichkeit Classic, Business, Social, Light und so weiter. Es schaut das natürlich ein bisschen anders aus. Ich werde mal auf Social drauf gehen, dann unten auf Speichern und dann zeigt euch jetzt einmal den Kontakt an, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich gehe nochmal kurz auf die Ansicht drauf und zwar sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Ja. Da schauen wir uns nochmal ganz kurz ein anderes Design an. Wie schon gesagt, es gibt hier ein paar Designs. Wenn wir hier zum Beispiel auf Business drauf gehen, dann das Ganze natürlich auch wieder abspeichern. Sieht dann das Ganze komplett wieder anders aus. Ja. Genau das moderne Logo, das zeige ich euch auch nochmal, sieht zum Beispiel so aus. Ja. Aber ich bleibe im Endeffekt bei meinem Dark Design. Das habe ich halt einfach am liebsten. Wie schon gesagt, schaut euch da mal in Ruhe durch. Zack. Einmal auf Einstellungen noch zurück. Und schon kommt ihr zum Beispiel zur Login-E-Mail-Adresse. Da zeigt zum Beispiel an, mit welcher Adresse bzw. mit welcher E-Mail-Adresse ihr euch dieses Konto gestaltet habt. Weiter darunter natürlich noch das Passwort, eh ganz klar, und erweiterte Einstellungen. Hier haben wir zum Beispiel noch die Möglichkeit, eine 2-Faktor-Authentifizierung das Ganze durchzuführen. Kontaktformular deaktivieren, E-Mail-Benachrichtigungen für die neuen Kontakte deaktivieren. Wie schon gesagt, ihr könnt ja, wie schon gesagt, sehr, sehr viel einstellen. Um mir wirklich alles unter einen Hut zu bringen, würde das Video definitiv sprengen. Also bleiben wir jetzt einmal dabei, dass wirklich diese digitale Visitenkarte wirklich für sehr viele da draußen möglich ist, für sehr viele da draußen einen sehr guten Alltag bietet, muss ich ehrlich sagen. Und dann würde ich einmal sagen, wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt für irgendwelche kleinen Details etc., wie schon gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche natürlich das so klipp und klar zum Wiedergeben. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.